Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Battle Kid Fortress of Peril, wirklich? Ja, genau das spielen wir und wir gehen hier gerade runter ins Wasser. Es wird nicht leicht, dieser Part ist voller Tücken und wir haben nur 88 Sekunden, um zu überleben. Das ist einfach nur anthropolotastisch, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf. 90. Ich bin der Tamato und auch heute exklusiv mit dabei ist auch noch der. Onja. Ja, das ist der Onja. Sag mal was, Onja. Ja. Der Andre ist immer ein ruhiger Apfel, Hey! er sagt nicht sehr viel. Lass mich! Ich Ja. wollte gerade was sagen. Ich weiß es nicht. Oh, ich hätte gedacht, du schaffst es nicht. Ich weiß, du kannst es Ich weiß, schaffen, du kannst es nicht Charla. schaffen. Hey. Achtung! 1, 2, 3, Galoppa, Hoppa und Rabbitash ist mein Lieblingspony. Ja, so sieht's aus hier in der Da. BLB-Show. Wir sind verrückt drauf und ich habe sie gerade Wir sind ultimativ. verrückt nach Rabbitash. Wir sind verrückt nach Rabbitash, nicht Rainbow Dash. Nein, ihr habt schon richtig gehört. Rabbitash, Nein! was ist das? Blablabla. Du wolltest, dass es sich so ausgeht, Ich dass du wollte da. ein Held sein. Ja. Sag's ruhig. Du wolltest ein Held sein, aber du hast Danke. es nicht geschafft. Ja, ich bin halt noch nicht. Ich bin halt noch. Hast du schon mal einen Traum gehabt, in dem du gedacht hast, du bist ein Hund? Nein. Das ist ziemlich obskur. Aber ich hatte solche Träume schon sehr oft. Wirklich? Ja. Obwohl, ich muss das zählen. Als Kind habe ich Hunde nämlich gehasst. Ich hab nicht mal das Wort Hund ausgesprochen. Ich habe nur gesagt, ein komischer auf vier Beinen. Kobold. Nein, ein komischer auf vier Beinen. Ja, das habe ich gesagt. Und habe ich gesagt, hey, das wird ein komischer. Ach, machen wir doch einen großen Bogen rundherum. Und das haben wir dann auch immer gemacht. Ja, so war das damals mit mir und meinen Freunden, Familie und anderen Gefährten. Ja, Spring. die Gefährten. Kennst du Herr der Ringe, die Gefährten? Nein, das sagt mir jetzt aber gar nichts. Erklär bitte. Ja, der ist so ein Herr und der macht Ringe. Das ist ziemlich obskur. Aber der macht Ringe. Und hast du das gesehen, wie ich gestorben bin, ist die Zeit da oben verschwunden. Das fand ich einfach nur magisch. Und weißt du, was ich unter magisch verstehe? Sag. Magie. Ja, Magie ist für mich einfach nur magisch. Wenn ihr versteht, was ich unter Magie verstehe, dann mag ich. Mag ich. Ja, ihr könnt ja auch unten unter dem Video Mag auf ich. mag ich drücken. Wirklich? Das geht? Was passiert dann? Ja, dann. So habe ich noch nie gemacht. Das ist so Was ist wie, dann? ja, das ist so wie ein Daumen hoch. Daumen hoch, das heißt ja nicht Daumen hoch, es das heißt ja, mag ich, so heißt das eigentlich. Früher hat es Sterne gegeben. Früher hat es Sterne Zu gegeben. meiner Zeit hat es noch Sterne gegeben, das Ja, war noch was. damals auf Nicht so YouTube. wie heute. Damals auf YouTube für die alten Leute unter euch, da gab es noch Sterne. Könnt ihr euch erinnern? Das war immer ziemlich obskur. Aber ich will jetzt nicht so viel obskur sein, weil Aber obskur ist nicht bei ein den schönes Sternen, Wort. die Videos, entweder waren es gute Videos und haben alle, beziehungsweise fast alle Sterne gehabt, oder es waren schlechte Videos und die haben keinen Stern gehabt. Keinen Stern. Du kannst Oder nur. ein, ja, ein Ein Stern, Stern ist ein das Stern. Niedrigste, was ein Video haben kann. Das ist dann Ja. schon erniedrigend, wenn ein Video einen Stern hat. Aber es gab ja nur 5 Sterne, oder? Ja. Und? Was soll das jetzt heißen? Aber wie oft hat man ein Video gesehen, das 3 Sterne hat? Nie Dreimal. irgendwas. Ach, das gibt's doch nicht. Kötel, Rabbit Dash, Magi. Mag ich. Und deswegen wurden die Sterne abgeschafft. Jetzt gibt es Magik. Jetzt gibt es Magi und Magikarp. Hallo, mein Magik, Name ist Magikarp. Monkey D. Garp. Bist du ein Fan von Monkey D. Garp? Na sicher. Mit denen habe ich gestern Tee getrunken. Das war schmackhaft, kann ich dir berichten. Um es mal lächerlich Muss auszudrücken. man ins Lächerliche zu ziehen. Ich ziehe oft sehr gerne Sachen ins Lächerliche. Du auch. Also so Parodie, Symphonie und Und Triologie. Triologie. Triologie? Ich weiß Triologie? Also dieses Wort habe ich allen Ernstes noch nie in meinen Ohren zu spüren bekommen. Ich gehe immer raus und rein bei diesem verhunzten Nicht, Screen dass du es beim hier. ersten Mal gleich machst, nein. Nein, so intelligent und intellektuell bin ich doch nicht. Ja. Ich meine, was Komm. erwartest du von mir? Ich bin nur ein Mensch. Ich bin ein anthropolotastisches Being, das seinesgleichen sucht, glaube ich, oder? Du hast jetzt eh schon alles herausgefunden, wie es geht, oder? Nein, ich habe noch lang nicht alles herausgefunden, wie es geht. Oder? Wie geht's? Gut. Hallo, bist du Eiichiro Oda, der Macher von One Piece? Sprich dein Gebet. Ja, also ich wollte hier mal nur so fragen, was kommt denn eigentlich, wenn die Fischmenscheninsel zu Ende ist? Ja, dann kommt der Schuh so. Ah, der Und der Schuso. Pans Und der frei. Panzfrei, genau. Und der Film Zetto. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber wenn ihr das gesehen habt, dann freut mich das. Aber im Manga kommt dann natürlich gleich der Punk Hazard. Der Punk Hazard, ja. Ganz aktuell bei One Piece sind wir hier gerade beim Punk Hazard.
die coolste Area. Nein, ganz ehrlich, ich muss glaube ich sagen, dass das so ziemlich das langweiligste Chapter sein wird, was es womöglich geben wird. Wieso? Das glaube ich nicht. Ja, am Anfang habe ich das auch gedacht. Hab ich dachte, eine brennende Insel, das ist blöd. Aber dann ist es gut geworden, als der Schnee aufgetaucht ist. Ach, der Schnee, genau. Es war ja auch die Insel, wo diese zwei komischen Typen, der Feuer- und der Eistyp der Marine, gekämpft haben. Ja, wirklich. So, ich glaube, jetzt sind die One Piece-Fans hier gesättigt. jetzt kommt Dragon Ball ins Spiel, okay? Ja, Dragon Ball, da kommt ja auch ein neuer Film raus. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Wow. Also, keine Ahnung, was es da geht. Ich habe nur einen Trailer gesehen, wo man ständig Felsen sieht und dann auf einmal Goku und dann war der Trailer aus. Also, ich habe keine Ahnung, was es in dem Film geht. Hast du deine Ahnung, Tamato? Nein, ich habe auch keine Ahnung. Der Trailer ist ja schon ziemlich seltsam. Ich hab grad die ultimativste Form von Angst. Oh, 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 oh. Komm, da kannst du schaffen. Ich hab. Ja, du musst dann nach der Reihe lang gehen. 13, 12, 11, 10, 9. Ich bin 11 und was ist das? Wow, wir haben es geschafft. Gott sei Dank, sei Dank. Jetzt kriegst du das. Und jetzt das ist die größte Trollaktion. Das ist wirklich Trollolo. Das ist steckerisch. Ich glaube, die wollten mich ein bisschen stecken. Aber was kann, jetzt kannst du. Du kannst jetzt nirgends hin, oder? Jetzt kann ich den zweiten Weg nehmen. Da war ein zweiter Weg auch. Ja, sicher. Du hast die ganze Zeit gesagt, ich soll den zweiten Weg einschlagen. Ah, der zweite Weg, nein. Genau. Ich weiß es schon. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, du bist ja auch ein vergesslicher Bursche, oder? Ja. Übrigens, wenn wir schon mal bei Bursche sind, Bursche hört sich sehr, 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 sehr ähnlich an wie Porsche. Und Porsche, das ist womöglich meine Lieblingsautoart. Und meine Maus ist es auch. Wow, das war jetzt ein ganz schönes Glück, da habe ich so richtig die Katze im Sack gekauft, aber trotzdem geschafft. Meine Maus ist ein Porsche. Deine Maus ist ein Porsche, lüg noch einmal und du bist im Krankenhaus. Meine Maus ist wirklich ein Porsche. Ein Bursche? Ein Porsche. Ein Bursche? Ein Porsche. Ein Bursche? Hör auf. Ein Bursche? Nein, es ist kein Bursche. Ein Porsche, oder was? Achtung! Kötel! Mötel! Kötel! Mötel! Ach, das ist wirklich ein... Das ist so wie beim Mömax. Ja, genau. Sie haben jetzt gleichzeitig geschossen. Genau wie bei Asterix! Jetzt schießen sie runter. Die sind wirklich dumm, das sind Todeln, das sind Doofbacken und hier haben wir den Hooper, wir haben hier den Hooper-Duper-Jump. Ich nenne ihn immer Hooper-Duper-Jump. Jetzt können wir wieder zurückrennen, wenn du jetzt stirbst, hast du ihn dann noch oder nicht? Nein, dann habe ich ihn nicht mehr. Ich meine, das Spiel ist ja nicht fair oder so. Hier können wir es richtig, ja genau, du machst das richtig. Ja, mach den Soundeffekt nochmal. Nein. Doch, du machst ihn jetzt. Mach. Hey, warte. Ich warte sicher nicht an so einer Stelle. Ich meine, bist du geisteskrank? Nein, aber ich habe dein Gehirn am Kopf. Jetzt spring, komm, na. Hast du dein Gehirn am Kopf? Ja. Du solltest es nämlich im Kopf haben. Stell dir vor, im Kopf haben, dass sie im Kopf haben, oder? In Kopenhagen. Hallo, Kyberkorb. Ich habe gerade angerufen. Ich wollte nur wissen. Hallo, Kyberkorb. Ich habe gerade angerufen. Ja, mein Dual-Disk-System ist kaputt. Können Sie da was machen? Habe ich hier Garantie drauf, oder? Können Sie das austauschen? Nein? Sicher nicht. Da kaufe ich nichts mehr bei Kyberkorb. Na, sicher nicht. Komm, sprach der Kaiba, als man ihn melken wollte. Oh mein Gott, wie geht das? Wow, geschafft. Egal, wie es richtig gegangen wäre, ich habe es trotzdem geschafft, obwohl das ganz offensichtlich... Kennst du das auch, wenn du irgendwas machst, du hast keine Ahnung, ob das richtig war, aber es hat hingehauen, denkst du dir, so wird das schon passen. Ja, genau. Und jetzt können wir hier noch nein, nicht dran. Nicht. Andere aber Seite. Die andere Seite. Ich speichere jedes Mal, wenn ich durch diesen Screen gehe, weil ich bin in ziemlicher Paranoia. Mensch, ach, das gibt's doch nicht, Ventilatoren. Ja, in letzter Zeit, ich habe mich jetzt, im Laufe dieses Spiels habe ich mich zu einem richtigen Battle-Kit-Ventilator entwickelt. Und für alle, die das jetzt nicht richtig verstanden haben, gebe ich den Pro-Tipp ab, die Ache Internets sei gesegnet. So, die Ache Internets zu besuchen, das müsste der Pro-Tipp sein. Ja, genau. Dass man wieder vollkommen Knuspers, Knuspers, Knäuschen, wer's Knuspern, mein Häuschen, ne? Knuspern, mein Häuschen. Es gibt auch die... altgriechisch-deutsche Version von Knusper Knusper Knäuschens Hänsel und Gretel Adventures. Wie geht die? Die geht Knusper Knusper Knaubeback. Wer knabbert an meiner Haube? Ack. Ab. Hey, ab. Ack. Nein, ack. Wirklich. Ich habe die gelesen und sie ist fantastisch. Komm, jetzt musst du. Nein, du kannst es nicht. So, wir müssen. So, wir müssen jetzt aber.
Jetzt kommt. Sehr gut. Ich bin ein richtiger. Wow, was haben wir Ja, hier? das war Was viel kann zu das nur sein? einfach. Das ist Flugzeug mal 2. Und jetzt kann ich nur sagen, Double Jump Power. Hallo Tony Chopper, ich habe jetzt die Double Jump Power. Du hast vielleicht Double Plush, aber ich habe Double Jump Power. Und mit diesen töften, doppelten Fun Has Been Doubled, sage ich jetzt Tschüssikowski, Plaschnikowski, wieder schon reingehauen. Ciao mit C, ciao da und Good S, ciao office. da. Bye bye, Boo.